Weide gilt als das kostengünstigste Futtermittel. Wir haben wenig Arbeit, dieses eben zu erstellen. Wir brauchen ein kleines bisschen Aufwand, Weide zu führen, sparen natürlich eine Menge Arbeiten, die wir eben sonst für die Grundfuttererzeugung brauchen. Der gegenwärtige Stand der Weidehaltung mit Milchkühen in Schleswig-Holstein ist rückläufig. Gleichwohl ist es so, dass der Verbraucher gerne weideerzeugte Milch haben möchte, weil er damit ein positives Image der Milchkuhhaltung verbindet. Mein Betrieb ist ein Milchviehfutterbaubetrieb in Schleswig-Holstein, südlich von Kiel. Wir bewirtschaften ungefähr 130 Hektar mit 130 Milchkühen. Und wir machen bei dem Alp-Projekt mit, um unsere Weidehaltung zu perfektionieren. Das Ziel des EEP-Projektes Weidemanager SH ist, den Fortschritt in der Weidemilcherzeugung, den wir insbesondere in Irland feststellen, eben auch nach Schleswig-Holstein zu bringen. Traditionell ist das Weidemanagement in den vielen Betrieben eigentlich noch vorhanden, aber es ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand, wie wir es eben in Irland vorfinden, um wirklich die Vorteile der Weidemilcherzeugung auch rauszuholen für die Landwirte. Das machen wir, indem wir eben ein Tool hier installiert haben, den Grasshopper. Der Grasshopper, der hier getestet wird, hat einen Lasersensor, ist störungsfreier und er ist direkt an einen GPS-Sensor gebunden. Wir laufen einmal die Woche über die Fläche in der Aufwuchsphase und dann kann ich genau sehen, welche Fläche wie viel Futter mir gerade für die Kühe anbietet. Wir messen mit dem Gerät eben dann 75 Stellen, bekommen eine durchschnittliche Bestandeshöhe. Das bedeutet, dass die Höhen, die gemessen werden, direkt mit der Fläche verknüpft werden, über Bluetooth an das Handy übertragen werden und von da aus direkt zum Betriebscomputer gehen. Durch die täglichen Aufzeichnungen unserer Landwirte wissen wir ganz genau, das ist zugefüttert worden. Der Rest des Leistungsbedarfs für Milch muss von der Weide gekommen sein. Und wir können dann eben auch die Kosten der Weideführung exakt eben ermitteln. Und die ist deutlich geringer als die für andere Grundfutterquellen. Die Plate-Meter-Messungen haben mein Auge besser geschult. Wir machen ja schon sehr lange die Weidehaltung. Ich bin dadurch besser geworden in der Beurteilung und dadurch ist alles ein bisschen einfacher zu verstehen und ich kann wirklich am Computer sehen, welche Zahlen und welche Daten wirklich da sind. Meine Tiere sind die ganze Sommerphase der freien Natur ausgesetzt. Das ist der natürliche Lebensraum von den Kühen und die geben mir das dann auch in Gesundheit wieder zurück. Wir stellen fest, dass die Nachfrage nach Weidemilchprodukten ständig steigt, aber das Angebot alleine aus Deutschland nicht befriedigt werden kann. Daher wird auch viel Weidemilch importiert. Und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein.